Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ausfahrt TV Podcast. Der Eckart ist leider unabkömmlich und ich war im Urlaub vorher. Und darum habe ich den guten Jens Stratmann, ihr wisst schon, den DJ, den Schreiberling, den YouTube-Star, den einzigartigen Jens Stratmann gebeten. Sag mal, Jens, kannst du mal eben nach oben kommen? Können wir zusammen eine Folge aufnehmen, ne? The one and only. Jetzt kann ich mich heute mal selber grüßen. Das ist eigentlich total geil. Das ist shit, da hätte ich drauf kommen können, ne? Geil. Naja. Aber ich grüße euch. Das stimmt. Grüß ihn mal. Ja, ich begrüße alle Zuhörer, weil ich wollte gerade schon Zuschauer sagen. Ich habe das alte, klassische, wie du auch, ne? Zuhörer dieses tollen Podcasts, den ich tatsächlich jeden Dienstag höre. Ja, Eckern und ich, wir hatten uns ja nicht vorgenommen, dass wir jetzt immer über unsere Testwagen reden im Podcast. Das Gute ist bei Jens und mir, wir haben beide keinen Testwagen gerade, weil wir halt so in den Urlaubsausläufern noch sind. Du fährst heute einen Caddy und Ja. ich einen Range Rover, aber die sind halt auch ein bisschen älter. Ja, ich hatte das heute schon mal gesagt, ne? Unser Caddy wird tatsächlich jetzt 14 Jahre alt. Ich Und ich weiß sag gar mal nicht, was so. ist denn der Range? 2002, ne? Ja. 22 Jahre, Dann sticht. sticht, hast du gewonnen. Ja. Kriegst du so langsam die Kinderkrankheiten, ne? Also. Der Range, nee, der fällt auseinander. Ich meine jetzt den Caddy. Aber da wollen wir heute nicht drüber reden. Ja, Kinder, das Lustige ist ja beim Range Rover, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich erzähle so wenig in letzter Zeit, kann ich auch gleich noch was zu sagen. Der Range Rover hat ja so einen Stromfresser und den habe ich bisher auch nie gefunden und rausgekriegt. Und darum hänge ich den halt ganz oft ans Ladegerät. Ich sage mal ans C-Tech, aber das ist ja schon Schleichwerbung fast, ne? Wobei ich habe hier wirklich 8 C-Techs mittlerweile im Ja, und Einsatz. die sind auch wirklich gut. Ja? Also das ist ja gar keine Schleichwerbung. Wenn man wirklich von irgendwas überzeugt ist, Ja. dann empfiehlt man das ja auch gerne weiter, ne? Wir müssten eigentlich so einen Amazon Reflink hier drunter packen. Ich weiß nicht, geht das? Nein, das machen wir nicht. Wir Ma machen da schon den Refling für leasingmarkt.de drunter. die auch richtig gut sind, ne? Ja, Also also. Leasingmarkt immer schön Auto vergleichen. Aber CTEC an sich, die Dinger, ganz ehrlich, wenn mich einer fragt, sag mal, was kannst du da empfehlen, sage ich CTEC. Ja, nein, bin ich auch Ne? dabei, weil es halt funktioniert. Ja. Und ich habe in den Rezensionen bei Amazon da oft gelesen, so, ja, wenn du es mal brauchst, geht's nicht. Das Problem habe ich aber nicht, ich brauche es ständig. Ja. Also ich habe immer zwei, drei Autos, die es dauerhaft halt dran haben. Aber jetzt auch ganz im Ernst, es hilft natürlich nicht darüber hinweg, dass Batterien auch altern. Ja, Also und die. es hilft auch nicht, wenn die Batterie schon leer ist. Das ist ja ein Batterieerhaltungsladegerät und dementsprechend musst du Genau. das natürlich vorher dran haben. Das heißt, wenn du merkst, ah Mist, der Akku ist leer oder die Batterie ist leer, ja, dann ist doof, weil dann, wenn du dann anklemmst, dann dauert es natürlich auch ein bisschen. Das geht ja nicht jetzt von 0 auf 100 Ja, innerhalb von aber wenigen Minuten. das geht schon schnell genug. Aber der Punkt ist halt, wenn die Batterie hin ist, ist sie hin. Ja, klar. Und ich hatte das jetzt, ich habe die Harley 2, 3 Wochen am Ladegerät gehabt, den habe ich irgendwann abgezogen, weil ich die Harley bewegt habe und bin gestern raus, will starten, passierte halt nichts. Habe sie jetzt über Nacht nochmal am Ladegerät gehabt oder am C-Tech, will trotzdem nicht starten. Also Batterie kaputt. Kann das Ding halt auch keine Wunder wirken. Aber wenn ihr Fahrzeuge habt, die ihr vielleicht neu überwintern lasst, das gibt es ja immer mal wieder, ne? So endlich die 125er gekauft, überlegt mal so ein Stromerhaltungsgerät, ne? Oder so ein CTEC zu kaufen, weil das macht meines Erachtens Sinn. Und ist deutlich preiswerter, als sich jedes Jahr eine neue Batterie zu kaufen. Und das, Kinder, sage ich aus eigener Erfahrung. Ja, und das wird auch immer teurer gefühlt. Also die Batterien können ja jetzt immer mehr. Ich hatte letztens eine lustige Diskussion gehabt. Es gibt mittlerweile Autobatterien, die kosten Tausender. Ja, hast du mir erzählt, ne? Was war das, Kia oder? Hyundai Ioniq 5. Und dann Also denkt. die, wohlgemerkt die 12-Volt-Batterie. Ja, die 12 Volt Also Batterien. nicht der 50 Kilowattstunden Akku da Genau, drin. genau. Und gar keine Frage, die können da mehr auch Leistung abgeben und so weiter. Wobei ich immer frage, brauchen die das? Schwierig. Es gibt halt auch günstigere. Aber ab Werk oder wenn du dir jetzt bei Hyundai so eine Batterie kaufst, das kann richtig dann ins Geld gehen. Ne? Bei BMW übrigens auch. Ne? Also Ja, Autos werden von Jahr zu Jahr attraktiver. ja, definitiv. Also alte Autos. Nein, Nein. naja, neue auch. Ja, nein, ohne weiter. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf den Range Rover zurück. Also der Range Rover hat immer noch einen Stromtyp. Darum habe ich den eigentlich immer am C-Tech dran. Oder wenn ich es mal vergesse, dann kommt er danach halt ans C-Tech. Das heißt, nach jeder Fahrt gefühlt, die ich mache, und ich fahre schon nicht viel, muss ich aber die Haube aufmachen, um an die Batterie halt Ja, aber dann hast du ranzukommen. schon den Schnellanschluss. Und ja, dahinter ist der schnelle Ja. Anschluss. Und jetzt ist mir der Haubenzug gerissen. Nein. Ja, Oh Gott. und das ist gar nicht so wild. Man müsste einfach nur mal einen neuen bestellen. Aber Ja. wie mit so allen Sachen, die man mal eben machen muss,
liegt das. Und genauso liegt mittlerweile die Rohrzange neben im Fußraum vom Range Rover. Damit das auch mal. Ja, damit ich mit dem letzten Stummel das noch rausziehen kann. Lang lebe das Provisorium. Ja, nein, also Jan MacGyver-Gleitzmann. Ja, mega gut. Mindestens einmal im Jahr. So. Ich hatte jahrelang ein Auto, da musste ich immer mit einem zölligen Rohr auf den Anlasser kloppen. Da habe ich gesagt, ich mache irgendwann mal den Anlasser neu. Ich habe den so verkauft nachher. Was ist denn ein zölliges Rohr? Ja, so eine Verlängerung halt von der Knarre. Also eine Knarre. Ach so, ja, alles klar. Und da habe ich dann mal draufgehauen, dann sprang er an. Dann, ja, ich sage halt, lange lebe das AGR-Ventil, auch so ein Ding. Ne? War ich wieder Profi drin, in AGR-Ventil ausbauen, sauber machen, wieder einbauen. Und ich wusste, das Provisorium hält nur 2 Monate maximal. Ja. Danach verkokt das wieder und ist wieder kaputt. Und habe ich aber auch immer wieder gemacht, weil die Dinger waren so unfassbar teuer, wenn du die neu gekauft hast. Und Fun Fact, damals gab es dann sogar Blindstopfen dafür. Das heißt, du hast früher ganz legal vom Hersteller aus AGR-Ventile tot gemacht, weil die es einfach nicht geschissen gekriegt haben. Ne? Und heute reden wir über ganz andere Sachen. Ich möchte euch übrigens, wenn ihr zur jüngeren Generation gehört, auf keinen Fall empfehlen, mit so einer Knarrenverlängerung in eurem Motorraum heute rumzuhauen, weil da gehen Sachen kaputt und die sind richtig teuer. Ne? Och, das war nicht der Anlasser, das war das Steuergerät. Hoppla. Ganz ehrlich, das ist aber ganz schlimm. Heutzutage machst du so eine Motorhaube auf und ich sag jetzt mal, ich habe das irgendwann mal gelernt. Ne? Und heutzutage machst du eine Motorhaube auf, wenn du noch was siehst und du hast keine komplette Plastikabdeckung drüber, du guckst dir das an und denkst, dann machst die Haube wieder zu und denkst dir, ja gut, bringst du in die Werkstatt. Übrigens, nur mal Jens, weil du ja Gast bist, auch wenn schon wieder Gast, das ist Ausfahrt TV, der Automobil-Podcast. Mhm. Das ist jetzt hier kein alter Männer-Podcast, wo wir sagen, früher war alles besser, auch wenn es so ist. Früher war nicht alles besser. Also wir tun nicht so, als wären wir Boomer. Wir sind Boomer. Ja, ja. Aber wir tun nicht so. Ach so, es tut mir leid. Kinder, wir haben zwei Themen für euch vorbereitet, will ich nicht mal sagen, sondern Jens hat sie in den Raum geworfen, ich habe sie aufgenommen. Eins gehört zu meinen absoluten Lieblingsthemen, das ist Musik. Aber Jan hat mir gesagt, nein, du packst nicht nochmal 3 von deinen scheiß Songs in meine YouTube-Playlist, Spotify-Playlist. Das habe ich letztes Mal gesagt, als ich dir in Aussicht gestellt habe, du könntest doch mal mitmachen. Also das Thema Musik bin ich ganz geflissentlich übergangen. Nein, wir reden heute über Car of the Year, Baby. Und das so ein bisschen als Symbol für alle Preise, die es gibt. Und es gibt eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob das draußen so richtig bekannt ist. Es gibt ja auch diesen Red Dot Design Award. Mhm. Das ist so mein persönlicher Lieblingspreis, weil die küren auch immer wieder Autohersteller. Ja, und dann müssen die Autohersteller dafür bezahlen, dass sie diesen Red Dot Preis Award auch zeigen dürfen. Genau, dass sie dieses Label zeigen dürfen. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich will nichts Falsches sagen und mich nicht angreifbar machen, aber es gibt auch so Preisgeschichten, wo du eine Teilnahmegebühr bezahlst, damit du diesen Preis überhaupt erhalten kannst. Damit du überhaupt auf die Liste kommst, dass du überhaupt gewählt werden dürfen. Das wollen wir natürlich keinem unterstellen, dass das irgendwo bei denen, die wir heute sind, so ist, aber ja. Nein. Also bestimmt ist es nicht so bei denen, die wir kennen. Nein, bei denen, die wir kennen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt meines Erachtens auch solche Preise. Und vor allem Designpreise sind das dann. Wenn du dir mal die Masse der Preise anguckst, also früher haben wir uns auch lustig gemacht, Jens und ich, als wir so neu waren in der Branche, weil gefühlt einmal im Monat erscheint irgendein Preis. Firmenwagen des Jahres. Kofferraum des Jahres. Familienauto des Jahres. German Car of the Year. Ja, World Woman Car of the Year. Dann haben wir das Car of the Year, also das Auto des Jahres. Das goldene Lenkrad. Ja, dann kommt jetzt hier von der Autozeitung das Derivat dazu, das habe ich jetzt namentlich vergessen. Machen die das auch, Autozeitung, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist so eine Leserwahl. Ja, aber AMS macht, glaube ich, auch Leserwahl. Mhm. Ne? Also es gibt jedenfalls Arschvollpreise, so kann man das, glaube ich, sagen. Und wir haben damals 2013... Es gab sogar mal das Blogger-Auto-Award. Genau. Wir haben damals als Pendant dazu einmal im Monat einen Hersteller gekürt, der was besonders gut gemacht hat, weil wir einfach zeigen wollten, das können wir auch, konnten wir aber nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir haben nicht verstanden, dass man dafür auch ein Event veranstalten muss, wo man die Leute einladen muss, wo man den Preis übergibt und sei es auch nur so ein Holzstiel vom Lutscher, also vom Eis. Hauptsache, du kannst ihm was geben und sie können da anreisen und was mit nach Hause nehmen.
Wir hatten das damals genauso wie wir ja waren, virtuell vergeben. Das war aber nichts wert und dann haben wir das irgendwann mal gelassen auch. Ich hatte, glaube ich, ein Bild gemacht. Ich hatte mal so eine Computermaus im Aussehen eines Autos und das habe ich noch golden gefärbt, glaube ich. Das war der. Das war so krass. Naja, egal. Aber die Idee an sich war ja gut. Und wir müssen dazu sagen, auch der ein oder andere Hersteller hat das damals auch als Pressemitteilung, das war natürlich so unsere Adlung damals, ich meine damals, wir hatten ja nichts, war das so die Adlung, dass der ein oder andere Hersteller dann sein Gewinn quasi auch über den offiziellen Pressemitteiler so verkündet hat. Ja, darum erfahren wir ja heute auch immer von den Preisen, ne? Weil stellt euch vor, jetzt Firmenwagen des Jahres und dann kriegst du an einem Tag gefühlt 30 Pressemitteilungen von den Herstellern. Nicht nur gefühlt. Weil irgendwie gefühlt jedes Auto den gewonnen hat. Weil die einfach so Kategorien machen, so Firmenwagen bis 12.000 Euro, Firmenwagen bis 14.000 Euro. Nein. Ich glaube, die machen das Allradauto bis 20.000 Euro oder so. Kann mal einer gewinnen, ne? Ja, und heute befassen wir uns aber mit Kollegen von uns. Mhm. G-Coti nennt sich das Ganze. German Car of the Year. Das hat also nichts mit Car of the Year zu tun, außer vom Namen her. Und das sind quasi unabhängige Journalisten. 40 an der Anzahl, entweder in Deutschland ansässig oder für deutsche Verlage oder aber auch frei für deutsche Produkte. Eben nicht für Verlage, oder? Ein paar davon sind auch bei Verlagen. Ach so, okay, stimmt. Ja. Aber 40 sind es an der Zahl und wie gesagt, sind in Deutschland ansässig oder schreiben für deutsche Produkte. Ja. Oder machen Videos oder whatever. Ich persönlich kann so ehrlich sein, heute kann ich so ehrlich sein und sagen, ich wollte da immer mal rein, weil du dann irgendeinen offiziellen Status hast. Irgendwann wollte ich da nicht mehr rein, weil ich gedacht habe, ist nicht so meine Gruppe. Mittlerweile versteht man aber auch nicht, wer da drin ist und warum. Ja, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ich sag mal, es sind halt schon die einflussreichsten deutschen Automobiljournalisten, die, jetzt muss ich sagen, noch in der Printwelt unterwegs sind, aber auch da frage ich bei manchen, schreiben die überhaupt noch was oder haben die noch eine Ablagefläche? Ja, tut mir leid, Jens, aber entweder hast du nicht in die Jury geguckt oder jetzt ist gerade noch Bullshit. Wieso, wer ist denn dabei? Matthias Luft vom Motorreport. Autojournalist. Das ist für mich, Matthias Luft ist derjenige, dem ich Respekt zollen muss, weil der hat für mich das Instagram-Spiel komplett durchgejubelt mit seinem Reel, was da ja richtig geil durch die Decke gegangen ist. Bernd Konrad, Autonotizen. Ja, Bernd Konrad ist aber auch immer noch für die freiberuflicher Redakteur für die AMS, aber dafür ist er da ja nicht da. Das weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht, warum er reingekommen ist. Aber da ist Hartmut Adam, den kennen wir auch noch von ganz früher. Der macht ein Lifestyle-Magazin. Zwei sogar, ja. Ja, und ziemlich gut eigentlich auch. Stefan Grundhoff ist eine. Einer der Top 3 Journalisten in Deutschland. Da macht es schon Sinn. Aber wir haben halt hier auch so Leute, Christiana Rames zum Beispiel, sehr liebes Mädchen, wollte ich schon sagen. Das darf man nicht sagen. Nette Frau. Nette Frau. Die wir auch kennen, die aber im Verlag arbeitet. Genau. Die schreibt gar nicht für irgendein Journal oder so. Nee, aber dann haben wir Jens Meiners dabei. Das ist derjenige, der auch, soweit ich das weiß, Amtnet mittlerweile unter sich hat. Des Selmayr schreibt gar nichts mehr, meine ich. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Michael Specht zum Beispiel, kleiner Insider. Ganz kurz, Des Selmayr hat mal gtspirit.com betrieben. Genau. War mal ein riesiges Blog, ist es aber nicht mehr. Und Michael Specht, der schreibt für die Automobilwoche, der schreibt für den ich will nichts Falsches sagen, auf alle Fälle für die Automobilwoche. Und könnt ihr euch noch, jetzt Boomer wieder zurückrudern, an diese Geschichte erinnern, damals mit dem Mercedes, ich glaube, lassen wir weg, auf alle Fälle, das ist auch witzig. Was ich halt lustig finde, dann auch The Car Crash Review, bestehen ja aus Jessica Töhn und Jan Weizenegger, sind aber beide in der Jury vertreten, finde ich auch so ein bisschen. Ja, aber dann hast du da Wolfgang Wieland wieder dabei. Der quasi jede Fahrveranstaltung mitmacht, das ist schon. Und dann einen Haufen Leute. Und dann hast du nicht einen Haufen, sondern 8 an der Anzahl internationale Gastjuroren. Das finde ich ein bisschen schade, das würde ich ganz gerne kritisieren. Wenn ich einen German Car of the Year verkünde, warum sind dann da internationale Gastjuroren dabei, die ich persönlich alle auch nicht kenne?
Was ich sehr befremdlich finde an dieser Jury, die ja von Jens Meiners quasi bestückt wird. Ist das so? Grüße, Jens, Grüße. Ich sehe da keinen roten Faden, warum wer nominiert wird. Und ich habe es nie verstanden, warum man mich nicht gefragt hat. Also ganz, ganz einfache Ego-Sache. Jens mag dich nicht. Kann man mich nicht mögen? Ja. Na gut, aber. Aber mach noch ganz kurz runter. Ja. Du hast, wir haben gerade, der Transparentreiber, wir haben uns das nicht auswendig gelernt. Du hast die Liste. Noch mal ein bisschen höher, bitte. Ja. Peter Ruch. Seit wann ist der denn Deutscher? Das sind nur Junioren. Ach so. Peter Ruch ist Schweizer Kollege und Peter Ruch ist einer der zynischsten Autojournalisten, ja, den ich kenne. Wenn ihr irgendwas von Peter zu lesen bekommt, nehmt es auf jeden Fall mit, weil Peter Ruch ist wirklich großes Kino zu lesen. Der ist geil. Radical Mac kann ich nur empfehlen, lese ich sehr gerne. Ich bin sowieso nichts, ich will ja hier keine Kollegen, aber ihr Roland Hildebrand zum Beispiel, der schreibt auch ganz gut. Also ihr G-Cuti, wie gesagt, Deutsche oder. Jens ist ein Fan, ich nicht so. Vom Roland? Nein, vom G-Cuti. Ich find die Intuition finde ich an sich ganz gut, dass man das macht. Was wir aber gleich oder wo wir jetzt drüber reden, hoffe ich mal, über die Autos, da gehe ich absolut gar nicht mit konform. Naja, ich finde schon, wenn man German Car of the Year announced quasi, dann irgendwie nach Lust und Laune irgendwelche Leute einzuladen, finde ich halt ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Weil es ja das Label einem vorgaukelt, es wären nur relevante Leute dabei. Wenn ich jetzt mal davon weggehe, welche Leute da wählen, bei dem Begriff German Car of the Year habe ich eine ganz andere Denkweise drüber. Ja, du denkst, es ist ein deutsches Auto. Also ne? Ich denke, da wird ein deutsches Auto gewählt. Ja. Die Webseite ist auch eher, geht so. Sie haben auf jeden Fall schon mal 5 Kategorien. In jeder Kategorie, also es fängt damit an, kompakt bis 35.000 Euro. Da haben sie den Citroën EC3 bzw. C3 preisgegeben. Also haben sie den Preis gegeben. Die hatten vorher da eine Shortliste für die jeweiligen Kategorien. Dann gibt es den Bereich Premium. Und da finde ich den Sprung zu groß. Damit möchte ich schon mal direkt einsteigen. Zwischen kompakt, das heißt bis 35.000 Euro, und Premium, da geht es dann bis 70.000 Euro. Dazwischen ist nichts. Warum nicht? Dann gibt es Luxury, das ist dann über 70.000 Euro Kaufpreis. Dann gibt es New Energy, wo ich auch schon Bauchschmerzen mit habe. Das hätte man vor 7 Jahren so nennen können, aber mittlerweile ist es ja auch. Und vor allem, weil bei Kompakt, Luxury, Premium und Performance ist alles auch Teil oder komplett elektrifiziert. Und dann gibt es noch Performance. Dann frage ich mich ja auch, nein, ich frage mich gar nichts. Und New Energy und Performance komplett ohne preisliche Limitierung. Ja. Und ich finde, wenn man so einen Preis verleiht, dann muss man ja zumindest als derjenige, der sich den Preis dann entweder umhängt oder auch als Kunde, der sich gegebenenfalls für so einen Preis interessiert, muss man ja zumindest mal wissen, warum. Ja. Oder wie haben die sowas gewählt? Ja, das steht hier nirgends, ne? Nee. Ist mir aber auch egal. Wir sagen jetzt mal die Gewinner der Kategorien, weil die haben wir ja nur runtergebetet. In der Kompaktklasse bis 35.000 Euro gewinnt der Citroën EC3 bzw. C3. In der Klasse Premium bis 70.000 Euro der BMW 5er bzw. i5. In der Kategorie Luxury bis 70.000 Euro der Cadillac Lyriq. In der Kategorie New Energy ohne Budget der Audi Q6 beziehungsweise SQ6 e-tron und in der Kategorie Performance der Porsche 911 GTS T-Hybrid. Punkt. Also, ich kenne mich ja nicht so aus mit Autos, Jens, darum habe ich dich dabei. Ja. Der Cadillac Lyriq, ja, den gibt es doch schon lange, oder? Nicht in Deutschland. Also, okay. Also das ist tatsächlich der Grund. Die nehmen die Fahrzeuge, die in den letzten 12 Monaten hier in Deutschland auf den Markt gekommen sind. Und daraus wählen sie. Das heißt aber auch im Zweifel kannst du ein Auto zweimal wählen, ne? Weil den 5er BMW hätten sie ja letztes Jahr schon nominieren können. Hätten sie. Den sind wir aber letztes Jahr schon gefahren, ja, oder? Aber war der dann schon auf dem Markt? Das ist immer die Frage. Okay. Aber der EC3 war letztes Jahr auch noch nicht auf dem Markt. Nein. Ne? Der ist ja auch neu. Ja. Aber der Cadillac Lyriq, ja, das US-Modell gibt es schon länger, das europäische Modell ist jetzt erst frisch auf dem Markt, hier bei uns. Ich habe den ehrlich gesagt, ich gucke mir Cadillac nicht an, weil ich es uninteressant finde. Ich weiß auch nicht, ich will,
Du bist ja im Thema mit Elektroautos. Ich möchte bist du nicht der Jens von Electric Drive? Der bin ich. Ich möchte die gar nicht irgendwie an den Pranger stellen. Aber ich hätte in der Luxury-Klasse über 70.000 Euro, hätte ich never ever, wäre ich nicht mal auf die Idee gekommen, den Cadillac Lyriq überhaupt in die Wahl zu nehmen. Wieso? Wollen die mir sagen, dass in den letzten 12 Monaten nichts Interessanteres in der Kategorie da war? Oder weiß ich nicht. Nee, der lädt nicht gut, der hat einen hohen Verbrauch. Und Thema Luxury, weiß ich nicht. Ja, ein Cadillac ist immer so die Luxusklasse in Amerika, aber dann, nee. Jens Stratmann heute nicht ganz so gut drauf. Nee. Ich komme nach wie vor darauf nicht klar. BMW 5er sehe ich halt im letzten Jahr, aber gut. Im letzten Jahr hat ja der ID.7 gewonnen. Da konnte der BMW ja nicht gewinnen. Also, New Energy Audi Q6. Ich finde, das ist ein gutes Elektroauto. Basiert auf einer sehr guten Plattform. Porsche. 800 Volt Technik. Das ist quasi der Macan. Übrigens, kleiner Funfact nur für euch. Wenn ihr den Podcast heute hört, könnte es sein, dass gleich noch eine KBA-Meldung online geht. Porsche und Audi müssen sehr, sehr viele Taycans und Audi RS e-tron zurückrufen. Die haben so leichte Probleme mit dem Akku. Ah. Der kann, unter Umständen könnte der in den Rauch aufgehen. Naja gut, das kann ja mal passieren. Ja. Also ich bin den Q6 e-tron, fangen wir mal anders an. Citroën EC3 bin ich nie gefahren, kann ich nichts zu sagen, finde aber das Konzept ganz gut. Vollwertiges Auto, kleines Geld, da sind es neue Baukasten, tralala, alles okay. BMW 5er gehe ich mit der Nominierung voll d'accord. Ja. Wobei ich es halt witzig finde zu sagen, bis 70.000 Euro. Weil für 70.000 Euro kriegst du ihn, wenn wir ganz ehrlich sind, nackt. Ja, den i5 kriegst du gar nicht für den 70. Den i5 kriegst du gar nicht, aber den 5er, wenn du ein bisschen Ausstattung bist, kratzt du immer 80, 90, 100.000. Also inhaltlich bestes Auto, finde ich wirklich richtig geil, verdienter Sieger, aber die Kategorie, also ich hätte ihn eher in der Kategorie Luxury dann gesehen, weil da gehört er meines Erachtens hin. Ja. Aber gut, kannst du natürlich sagen, wir machen immer Basispreis und tralala. Das wundert es mich aber allerdings, dass der Cadillac in der Basis mehr kostet als ein i5. Und wenn du das dann auch nochmal zusammen siehst, wenn du weißt, wie gut der i5 ist. Ja, wie gut muss dann der Cadillac sein? Oder nein, das ist er nicht. Ich bin halt nicht gefahren, kann ich nicht so sagen. Dann Audi Q6 von der Sache her. Das Auto ist okay, finde ich alles gut. Mhm. Neuer Infotainment-System, Baukasten, MIB, ne, die neue Software, alles okay. 800 Volt, auch prima. Lädt gut, fährt gut. Aber wenn ich schon New Energy das Thema nenne, da hätte ich jetzt gedacht, das geht so ein bisschen ein herausragendes Elektroauto. Aber nimm mir noch mal eins. Nein, wüsste ich ja auch nicht. Aber das würde ich erwarten. Und das ist hier, also ich verstehe nicht, warum ist der Q6 dann nicht in der Kategorie Luxury. Also die Tesla-Fanboys kann ich übrigens beruhigen. Tesla hätte sicherlich gewonnen, aber den Tesla als Model 3 XYZ, die gibt es halt schon länger als 12 Monate. Ja, aber es kommt doch jetzt gerade wieder was Neues, oder? Ja, Facelift zählen glaube ich nicht. Ja, gut. Performance, über den Bereich sprechen wir auch gerne. Porsche 911 hat gewonnen. Punkt. Ja. Finde ich aber lustig, weil beim Porsche 911 hat ja nicht der 11er gewonnen. Sondern lustig oder listig? Listig und lustig zugleich, so. Weil das ist ja der 911er als GTS mit dem T-Hybrid. Ja. Ja, und da muss ich wirklich sagen, mit der Hybrid-Technologie von Porsche, ja, das machen die alle stiefmütterlich. Jetzt aktueller Panamera zum Beispiel, ne? Der neue Panamera Hybrid beschleunigt schneller als der GT3 von 0 auf 100. Der macht dann die, was weiß ich, 2,8 Sekunden, 2,9. Ja. Also richtig geiles Ding. Ja? Ja. Da steigst du wahrscheinlich aus mit einem temporären Gesichtslift. Gerade die alten Säcke, die sich so ein Ding leisten können. Ja. Also die kommen da richtig glücklich raus. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist Porsche ja für mich immer, die wollen immer den Wettbewerb. Die wollen immer im Wettbewerb immer die Nummer 1 sein. Ich will dir nicht über den Mund fahren, aber komm zum Punkt, weil wenn du irgendwas gegen 911er sagen willst, brechen wir ab. Ich rede gegen Panamera gerade. Ach so. Und der neue Panamera. Ja, Panamera finde ich auch cool. Ja, pass auf. Der neue Panamera, der kommt ja jetzt auch als Hybrid. Porsche generell. Der kann. Cool. Nee, Porsche super. Du weißt, dass ich ein Porsche-Tattoo habe. Ich weiß, du hast auch ein Opel-Tattoo. Wähle deine Worte weise. Wähle ich. Ich weiß auch deine Schuhe am Stallkappen und mein Knie ist ungeschützt. Aber der neue Porsche Panamera, der kann 11 kW an AC.
Und der hat keine DC-Lademöglichkeit. Und das kreide ich den jetzt einfach mal an. Du kannst nicht 2024, 2025 einen Plug-in-Hybriden mit einem 26 Kilowattstunden Akku auf den Markt bringen und sagen, du kannst damit nicht in eine Schnellladesäule. Nicht, meinst wenn du Porsche du, bist. Meinst du, das VW gesagt, hier, nee, diesen... VW die, hat doch gar nichts mehr zu sagen. Diese Lademöglichkeit aus dem Tiguan, die kriegst du nicht für einen Porsche. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das liegt doch im Regal. Wo ist denn das Problem? Das weiß ich eben nicht. Und ganz ehrlich, das Ding kostet 250.000. Oder 220 in der Basis. Okay. Ja, dann sage ich doch, pass auf, du musst doch das Beste, dann fährst du nochmal eben kurz rüber nach China, holst dir diese geilen Akkus, weißt du, wo du so einen 26 Kilowattstunden Akku mit 80 kW laden kannst, wo du einfach mal den allen Marktbegleitern, weil da in der Preissphäre ist doch scheißegal, da zeigst du einfach nur, du kannst es. Und die zeigen es einfach nicht, dass sie es können. Und das ärgert mich so ein bisschen. Okay, verstanden. Aber 911 gehe ich konform, ist ein Traumauto. Ja. Als GTS-T-Hybrid sowieso. Immer. Immer. Jetzt werden Sie ja aus diesen fünf Kategorien noch einen Gewinner wählen. Ja. Was wäre dein Gewinner? Citroën EC3. Okay. Ich hätte einen Fünfer genommen. Ja, normalerweise auch, aber ich bin immer derjenige, der sagt, pass mal auf, so ein Auto muss man sich auch heutzutage noch leisten können. Ja. Und das German Car of the Year fände ich halt mal wieder schön, wenn das auch ein Auto wäre, was sich das deutsche Volk auch leisten könnte. Aber es wäre ein französisches Auto, das kann gar nicht gewinnen. Das wäre mir persönlich so egal. Wobei, ich muss mal eben hier eine Seite aufrufen. Das ist nämlich das Backend zu unserem Podcast. Hast du noch gar nicht gesehen, Jens? Nee. Das ist spannend. Guck mal, da gibt es ja Kommentare. Ja, auch die muss ich immer freigeben. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden. Mhm. Und es gibt auch Umfragen. Und ich habe eine Umfrage, als ich mit Eckert über den neuen Renault 5 gesprochen habe. Ah, da weiß ich noch. Da hast du gefragt, kannst du dir vorstellen, ein französisches Auto zu kaufen? Genau. 20 Stimmen sind nur eingegangen. Das ist relativ wenig für den Podcast. 13 sagen ja, 7 sagen nein. Also 65% sagen ja. Ich finde schon krass, dass du bei so geilen Auto wie dem R5 trotzdem dich so verhalten da positionierst. Ja, du hast vorhin gesagt, wir sind ja keine Boomer. Aber vor 30 Jahren, ja, hast du schon frankophile Fahrzeuge gekauft. Ja, ohne Ende. Ich nicht. Ja, gut. Aber der R5 ist wirklich ein Hammer. Auch sehr unangenehm. Eckert und ich nehmen eine Podcast-Folge auf im R5. Ja. Hauen richtig einen raus, steigen dann in den Flieger. Ich sitze im Flieger, will schneiden und sehe dann, wir haben gar keine Tonspur. Also ich muss dieses R5-Review noch komplett nachvertonen. Ja. Ich war jetzt ein paar Tage im Urlaub. Das wartet noch auf mich. Ärgerlich, aber ist halt so. Gut, aber ich wollte eigentlich noch mal gucken, also diese Umfrage wollte ich einmal erwähnt haben. Aber ich hätte zum Beispiel gar keine Schmerzen, mir ein französisches Auto aus dem Stellantis-Konzern zu kaufen. Ja, ich habe auch ein Opel gekauft, ne? Ja. Ist Campen für dich interessant? Nope, 3. Ich höre alles, 3. Interessant, oh ja. Ja, das für dich wäre aber Campen interessant, ne? Ja, ja, ich hatte ja früher schon mal, ne? Ja. Und was mich aber freut, die Folge von mit Marc von Leasingmarkt, die ist gut angekommen, haben sie sich bedankt in der Mehrzahl. Wenn ihr euch übrigens für ein Auto interessiert, klickt unten mal auf den Reflink. Da könnt ihr euch immer den günstigsten Leasingpreis auf Leasingmarkt schon mal direkt anschauen und sichern. Die Deals sind da, ne? Die du hast die Deals direkt verlinkt. Ja, geil. Ja, na klar. Ey, da habe ich letztens mal reingeguckt. Da sind wirklich richtig. Ich will jetzt gar nicht hier zu werblich werden, ist ja gar nicht mein Podcast hier, aber ich habe da sind wirklich gute Angebote dabei, ne? Wenn du Pariser heute bist, ja, sind super Angebote dabei. Auch als Pariser hast du super Angebote. Was denn? Das Mikrofon wackelt, wenn du da die mal an deinem Schreibtisch hast. Ist doch nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Okay. Nein, glaube ich nicht. Dafür hast du ja hier diese ganze Mimik da. Wir sprechen dir dein eigenes Mikrofon hier. Weil wir heute Döner haben. Richtig, richtig aufgerüstet. Nein, aber wenn du Pariser bist heute, in diesem Jahr, sage ich mal. Dann behindere ich den Verkehr. Dann hast du echt eine ganze Menge gehabt heute, ne? Dieses Jahr. Mein Gott, kann ich das rausschneiden? Nee, mache ich nicht. Weil wir hatten ja Olympische Spiele da. Ja. Gefühlt hatten wir die Fußball-Weltmeisterschaft auch da. Ja. Und jetzt haben wir auch noch die wichtigste europäische Automesse in Paris. Ist das nicht schlimm? Man könnte auch sagen, die einzige europäische Automesse. Ich weiß gar nicht, hatten sie Brüssel eigentlich dieses Jahr, hat es noch stattgefunden oder war ich nur nicht da oder war ich da? Nee, ich war definitiv nicht da. Also ich war dieses Jahr definitiv nur auf der Nutzfahrzeug-IAA. Ja, da war ich auch, aber das ist ja keine Automesse. Nee. Ne? Also, der Pariser Automobilsalon war da. Zahlreiche Hersteller haben abgesagt, so wie immer. Es waren aber durchaus ein paar da. Es waren ein paar da und es waren auch, finde ich, ein paar relevante Fahrzeuge da.
Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und weil wir so wahnsinnig transparent sind, Kinder, so wahnsinnig transparent, sage ich euch, dass wir die Seite der Autobild dafür benutzen. Um uns die wichtigsten Neuheiten. Die haben ja immer so eine lustige Galerie. Motorshow anzugucken. Und dann gucken wir da mal drauf. Fängt hier an mit Mini Cooper Works E. Ja, Mini John Cooper Works E, genau. Also das ist der Ora jetzt mit noch mehr Leistung. Das ist der Ora mit der 54,2 Kilowattstunden Batterie quasi, wo sie an der Leistungsschraube nicht gedreht haben. Doch, haben sie. 190 kW hat er jetzt da. Mal gucken, was hier piept an meine Uhr. Ja, aber lädt er dann schneller? Nein. Nein, der startet bei 39.700 Euro und als Aceman dann für 42.200 Euro. Und ganz ehrlich, Mini John Cooper Works, das war damals die Speerspitze. Das war damals so, boah, geil. Und das verkommt jetzt mittlerweile für mich persönlich zu so einem Ausstattungsfeature wie die Airline bei Volkswagen. Ja, das ist halt generell das Problem der Hersteller, dass sie ein großes Problem haben, ihre Performance-Marken weiterzuführen, ne? Eigentlich nicht. Elektromobilität macht es doch gerade Performance-Marken so einfach. Ja, aber dann hast du halt Tesla, die sagen, du, wir machen in der Serie halt 12 Trillionen PS ins Auto. Dann sollen sie, weißt du, dann kannst du die Performance-Marke, da müssen wir vielleicht umdenken, dann sind die demnächst besonders sparsam. Da habe ich mit Eckhardt auch schon mal drüber philosophiert, dass es eigentlich ganz geil wäre, ein Performance-Label für Effizienz zu schaffen. Ja. Aber gut. Machst du Performance halt in grün und dann geht's richtig los. Auf einer Skala von 1 super interessant, zu 10 interessiert mich gar nicht. Wo ordnest du den Mini ein? 10. Alles klar, ich 3. auch. Als zweites Auto sehen wir hier den neuen Renault 4. Du hast ein Video bei Electric Drive gemacht. Mhm. Eckhardt hat ein Video bei Asphalt Art veröffentlicht. Mhm. Der war auch vor Ort, hat sich den angeguckt. Wie findest du den im Vergleich zum R5? Ich finde den R5 optisch geiler. Den R4, der wird wahrscheinlich mehr Kunden ansprechen. Ja, weil es ein langweiliges, praktisches Auto ist, ne? Ja, aber genau das sind ja, manche Leute kaufen sich langweilige, aber praktische Autos. Hey, ich habe einen Caddy. Also ich finde den schick. Haben sie erstmal, also der Retro-Gedanke kommt noch mit rüber. Und das finde ich auch so geil bei Renault. Renault lebt diesen Retro-Gedanken. Und das nächste Jahr, was ja nächstes Jahr kommt mit dieser Twingo, finde ich geil. Ich persönlich sage ja schon seit Monaten, dass bezogen auf die Elektromobilität für mich persönlich Renault der beste Hersteller ist aktuell. Weil die wirklich Autos raushauen, die es können. Die emotional einen ansprechen können. Oder einfach auch nur praktisch sind. Also Megane finde ich jetzt nicht mega ansprechend, aber das ist ein ordentliches Auto. Ja. Zum fairen Preis. Scenic auch. Genau, Scenic finde ich noch besser. Ja. Aber jetzt, was jetzt kommt, R5, R4, Twingo, also die ganzen urbanen Autos, von denen der Deutsche natürlich nichts hat, weil er ja immer 3 Trillionen Kilometer in Urlaub fährt mit nur einem halben Tanken. Kennst du eigentlich den durchschnittlichen Tagesbedarf an Kilometern? Das finde ich Bullshit. Das interessiert. Ja, 50 Kilometer. Daumen fahren Plug-in-Hybrid, 50 Kilometer. Das ist doch Bullshit. Das interessiert mich auch nicht. Nee, aber jeder muss doch mal wirklich für sich selber nachdenken, wie viel fahre ich denn? Ich fahre ja auch nicht mehr als 50. Nein, das Problem, denke ich, eher bei uns Deutschen ist doch, wir sind so gepolt auf. Also das merkst du ja schon bei diesen Leasing-Sachen, die ich mache. Mhm. Wenn ich Leasing nach vorne stelle, kommt ja in der Regel irgendein Hans-Jochen Peter und erklärt mir, dass Leasing der letzte Dreck ist, weil du ja gar keinen Vermögenswert aufbaust. Ja. Und das ist nur noch so verankert bei uns im Kopf. Und wenn ich dann Hans-Jörg Peter frage, sag mal, wenn ich mir jetzt hier so eine Zoe rauslasse, 50 Euro im Monat, wo ist das denn nicht vernünftig? Und nochmal, Basie. Also jetzt ist keine Beratung hier, aber wer meint, er kauft sich jetzt ein neues Auto und macht damit Vermögensaufbau, nee. Ja, aber jetzt nochmal diesen Gedanken ein bisschen weitergenommen. Also wir sind so darauf gepolt, wir kaufen uns ein Auto und dieses Auto ist eine Wunderwaffe. Ja, wir kaufen uns auch ein Auto für Eventualitäten. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Wenn ich noch 15 Kinder kriege, dann kann ich das immer noch mit diesem Auto erledigen. Wenn ich mir noch 5 Pferde kaufe und jeden Tag 500 Kilometer pendel, kann ich das immer noch mit diesem Auto machen. So funktioniert die deutsche Seele, glaube ich. Und das ist... Wir müssen umdenken. Das meine ich ernst. Wir müssen umdenken. Und das Opel hat irgendwann mal Umdenken im Kopf, glaube ich, als Claim gehabt. Umparken. Umparken im Kopf. Aber Umdenken im Kopf. Ja. Einfach mal zu gucken, was brauchen wir denn wirklich? Ich sehe so viele Leute in ganz, ganz großen SUVs durch die Gegend fahren. Die sitzen da alleine drin. Ganz ehrlich, die wären mit so einem Renault 4 total glücklicher.
Nein, natürlich nicht, weil die fahren ja das große SUV, weil es auch so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Das verstehe ich schon. Quatsch. Aber ich glaube, ein Punkt, den wir halt haben in Deutschland, oder ich zitiere da gerne meine Schwester, bringe sie als Beispiel. Meine Schwester ist so sauvernünftig, dass es mir schon wehtut, weil ich bin ja das totale Gegenteil. Aber die hat in einer vierköpfigen Familie, fährt die einen Kleinwagen. Beziehungsweise sie haben zwei Kleinwagen. Haben zwei Kleinwagen, weil sie brauchen halt zwei Autos, aber es sind zwei Kleinwagen, obwohl vier Leute im Haushalt wohnen. Und wenn sie in Urlaub fahren, dann nimmt sie sich von ADAC ein Passat. Ja. Und wenn meine Schwester das macht, dann macht die das nicht nur, weil sie an Mutter Natur denkt dabei, sondern weil sie das auch durchgerechnet hat. Meine Schwester würde das nicht machen, wenn das nicht effizient auch wäre. Ja, mein Vater hat früher immer die sportlichsten Karren gehabt. Ich sag mal so, nur für die 96, 97 oder was, war es ein Golf 3 GTI 16V, 150 PS. Also, das war dieses geile Ding, weißt du? Und immer getuned und immer hier volle Kanne. Weißt du, was der jetzt fährt? Ein Fiat Panda. Weil er sagt, pass mal auf, ich brauche eigentlich gar kein Auto mehr, aber wenn ich eins habe, dann reicht mir ein kleines. Ja, auch vernünftig. Und er hat wirklich runter reduziert auf das günstigste Auto, was er damals neu kaufen konnte. Und Ja. sagt, da ist mein letzter Neuwagen, den ich kaufe, ich nehme einfach den günstigsten. Aber davon gibt es zu wenige Leute, uns Ja. beide eingeschlossen, weil du überlegst ja auch einen neuen Caddy zu kaufen. Nee, kann ich mir ja nicht leisten. Ja, aber du würdest gerne einen neuen Caddy haben, aus Gründen, die wir jetzt gar nicht beitreten wollten, aber dir würde ja auch ein Fiat 500 reichen. Ja, klar. Ja, ist so. Aber ein Fiat 500 ist ja genauso teuer wie ein Caddy. Jetzt nicht kleinlich werden an der Stelle. Aber ich Aber bin. Renault 4 sind wir uns, glaube ich, beide einig, um jetzt mal wieder zurückzukommen nach Paris. Wir finden ihn, glaube ich, beide gut. Ich glaube, die nehmen sich nicht untereinander die Leute weg. Also Leute, die einen R5 kaufen wollen, kaufen sich den R5 aus emotionalen Gründen. R4 ist das praktische Modell. Der R5 wird einen Ticken teurer sein. Der R4 ein bisschen günstiger, hat vielleicht ein bisschen pfiffigere Lösungen auch im Innenraum nochmal. Und ich finde den gut. Ich finde ihn auch gut und ich glaube auch, dass Renault damit in Frankreich erfolgreich sein wird, weil die Franzosen cleverer sind als wir, was Autos angeht. Und essen. Ja, okay. Also Franzosen geben mehr Geld für Essen aus und kriegen deswegen die bessere Qualität. Gut, nächstes Auto. Ja, jetzt ist schwierig. Citroën habe ich auch auf meiner Haut tätowiert, weil ich die Marke so liebe. Muss ich dir jetzt die Wahrheit sagen oder muss ich jetzt lügen? Nein, nein, du musst nicht lügen. Ich Ich finde den bin Pott hässlich. als sie das neue Logo vorgestellt haben, das Osterei, da bin ich schon das erste Mal hinten übergefallen und dachte, schwierig, aber ich gewöhne mich bestimmt dran. Und angeblich war es ja schon mal so. Ich gucke mir gerade das Bild des neuen Citroën C4 bzw. C4X an. Dazu muss man sagen, der C4 hat einen Facelift bekommen, ist also kein komplett neues Auto. Aber ich wusste nicht, dass man mit einem Facelift ein Fahrzeug so verschlimmbessern kann, dass jeder, der jetzt den Vorgänger hat, sagt: Gott sei Dank, ich habe den Vorgänger. Ansonsten Innenraum ein bisschen neu, größerer Digitaltacho, das war es auch schon. Aber von außen Scheinwerfer verklüftet, das Osterei da vorne in die Mitte geklatscht, als wäre es ein Fremdkörper. Das Ding sieht aus, als hätte es vorne Furunkeln. Jens Stratmann, kein Citroën-Fanboy. War nicht elektrisch. Dann haben sie noch die C5 Aircross als Studie vorgestellt. Der zeigt ja ein ähnliches Gesicht. Darum frage ich mich, warum zeigen sie den C4, wie er fertig ist, und hauen da noch eine Studie hinterher, die genauso aussieht wie der C4? Damit sie damit sagen können, wir machen auch ein Elektroauto. Aber der C4 ist übrigens auch als EC4, sieht genauso aus. Weil du gerade gesagt hast, der ist nicht Elektro. Also das ist das neue Markendesign. Ja gut, dann. Weißt du, es gibt so eine geile Studie über so ein Retro-Citroën DS. Fandest du die wirklich gut? Ja, ich fand die Ich gut. nicht, Diese ich nicht. Elektro, also gab ja Ja, mehrere, aber die letzte fand ich nein, nicht gut. fand ich schon. Hast du die SM-Studie gesehen? Ja, fand Also ich. Maserati quasi. Also Citroën SM, nicht hier Sadomaso. Da reden wir nicht im Podcast drüber. Gut, jetzt. Warte mal, ich halte mich selber fest, während ich das vorlese. Audi hat auch was vorgestellt. Ich bin neulich gefahren, den Audi Q6 e-tron, und den gibt es jetzt auch Als Sportback-Variante. in Coupé-Form. Ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die finden das schön. Ich gehöre da nicht zu. Aber ich finde es okay. Also wer sagt, das ist meine Designlinie? Ich finde, du hast ein SUV und das Ding bleibt ja auch ein SUV und jetzt nur weil du das Heck abschneidest, wird er ja nicht sportlicher. Und ich finde es noch schlimmer, weil du schränkst dich ja ein in Sachen Kofferraum und hinten Kopfreit in der zweiten Reihe.
Also wer aber meint, er sitzt eh nur vorne und mir ist es alles egal, was da hinten stattfindet, bitteschön. Ich bin sehr müde. Jetzt, gut. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Hassthema. Den hat Eckart ja auch vorgestellt, er war auch auf dem Event zu sehen. Alpine, also nicht Alpine, sondern Alpine, ihr wisst, Renault, die Sportsparte, hat ein A390 Bitter vorgestellt. Lustigerweise, Eckart hat die Einladung gekriegt zum Renault R4/Alpine A390. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, wieso nennen sie denn die R4-Variante von Alpine A390, wenn der R5 doch 290 heißt? Ja gut, das ist natürlich falsch. Aber es ist ein... Ist ein eigenständiges Auto. Auto. Was ist denn das? Ja, das ist... Genau, was ist das? Das angeblich ein Fahrzeug, was zu 85% so in die Serie kommen will. Es ist ein Ausblick natürlich, eine Studie, ein Konzept, da wo der Designer mal zeigen könnte, was er sich so vorstellt für die Zukunft. Ich kann einfach nur sagen, ich finde das Ding nicht schön. Aber das ist, das ist eine Geschmacksfrage. Was ist das denn jetzt? Ist das ein Sportwagen? Es ist ein Sport-SUV, Crossover. Also das ist schon SUV, ich weiß, es steht ja relativ hoch da, ne? Ja. Ein elektrischer Sportwagen, ja, im SUV-Crossover-Design. Ja, mit ganz vielen Elektromotoren, nämlich drei der Anzahl. Alles klar, brauchen wir gar nicht weiterreden. Dacia stellt den Bigster vor, aber ja, den haben sie doch auch schon vorgestellt, haben sie schon, oder? Kurz vor der Messe vorgestellt, stand aber auf der Messe zum ersten Mal das Publikum Premiere tatsächlich. Und die Leute sind so ein bisschen irritiert, weil als Studie, als Konzept sah er natürlich so geil aus. Und das könnte jetzt bei dem Alpine natürlich auch genauso treffen. Für die Leute sagen, die Alpine-Studie ist geil und dann kommt er nachher nicht so in der Serie. Das war beim Bigster auch. Ich finde aber trotzdem, Dacia, auch so ein Satz, den hätte ich vor 20 Jahren nie gesagt wahrscheinlich, ich finde Dacia ist die vernünftigste Marke des Jahres. Auch mit dem Bigster. Ein 7-Sitzer zum Preis von 25.000 Euro. Damit werden die gewinnen. Und egal. Naja, erstmal kostet er keine 25.000 Euro. Ist ja Bullshit. Da geht's los. Da geht's los, ja. Ja, ohne Aschenbecher. Ja. Weißt du, wie ein Dacia ohne Aschenbecher aussieht? Ja, das ist quasi die militäre Variante. Ja, nehme ich. Ja, also ich finde es mal rein optisch, ich habe den ja nicht live gesehen bisher, sieht er einfach aus, als hätte man so einen Heliumschlauch in Duster gesteckt. Ja. Und dann gleich wieder rausgezogen. Aber machen wir uns doch nichts vor. Guck dir doch mal die ganze Audi-Familie an. Da die siehst du doch auch nur aus, du nimmst eine Blaupause, legst sie auf den Kopierer, drückst auf Vergrößern oder Verkleinern, hast das andere Auto. Und da, ich ganz ehrlich, die machen es doch clever. Dacia macht es clever. Also ich weiß nicht, ob Dacia das wirklich so clever macht, weil zuletzt beim Duster, als sie den neuen Duster vorgestellt haben, kam ja sehr viel Gegenwind von auch überzeugten Duster-Fahrern, die da anmerken, kein Diesel mehr. Ja, das ist das Problem. Den gibt es nur noch als Mildhybrid, als Vollhybrid und mit Autogas. Kein Allrad mit einem vernünftigen Verbrenner dazu. Ist so. Keine Anhängelast mehr. Aber das ist, okay, das mit der Anhängelast ist ein Punkt, ein valider Punkt, aber das mit den Verbrennermotoren, da kann doch Dacia nichts dafür, dass es irgendwelche Gesetzesgeber gibt, die sagen, wir müssen jetzt irgendwelche Richtlinien und Regelwerke hier einführen. Wohl wahr, aber dadurch leidet dieses Duster-Konzept halt auch. Und ja, so ein Tiguan von Dacia, erstmal ist das schon interessant, weil wir alle weniger Geld in der Tasche haben. Da habe ich neulich einen Kommentar gekriegt, wäre totaler Bullshit. Wir haben alle, ich würde alle schlecht reden, finde ich auch geil. Ich war letztens einkaufen, nicht mal, ich hatte nur so ein Plastikding in der Hand. Also ich hatte nicht mal einen Einkaufswagen, das waren 100 Euro angeblich. Ja. Na egal, reden wir uns nicht drüber auf. Gut, Peugeot kommt mit dem E408. Ja, für mich persönlich zu teuer, ansonsten finde ich den sogar ganz schick, hat aber das gleiche Problem, das ist ja jetzt kein Coupé, es ist ein Fastback angeblich, hat dann das Problem hinten auch mit dem Kofferraum so ein bisschen, aber den Peugeot 408 gibt es schon relativ lange, ich glaube seit 2 Jahren, jetzt kommt er auch elektrifiziert, also als Elektrovariante auf dem Markt ist der E408 und hat dann diesen klassischen Antrieb da drin, was sagen sie da, 210 PS, 345 Newtonmeter, 58,2 Kilowattstunden Akku, Lithium-Ionen-Technik übrigens, 453 Kilometer, sagen sie nach WLTP, und geladen wird mit maximal 120 Kilowatt. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, das ist der Grandland-Antriebsstrang. Ja, ja, genau. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, es geht in der Akkutechnik, geht natürlich immer ganz viel. Und ich weiß, dass die Autohersteller immer so ein bisschen Vorlauf brauchen, auch mit dem, was sie zukaufen und so weiter. Aber der nächste Smart Hashtag 5 zum Beispiel wird den darf ich doch gar nicht sagen. Nehmen wir mal an, der nächste Smart Hashtag 5 würde vielleicht aus dem Baukasten, wo das Unternehmen darauf zugreifen könnte, auf die gleichen Bauteile zugreifen, wie zum Beispiel beim Lotus. Dann reden wir hier über
über eine vier- oder fünffache Leistung an Ladeleistung der Kapazität der Batterie gegenüber, dann reden wir über ganz andere Werte. Aber auch im Stellantis-Baukasten sind andere Akkus vorhanden, unter anderem, glaube ich, ein 97 Kilowattstunden Akku, oder? Ich will gar keinen großen Akku. Ich will eine schnelle Ladeleistung. So unterscheiden wir uns Ich halt. bin ja nicht der Diesel-Dieter, der 1000 Kilometer fahren will, weil ich muss nach 300 Kilometer eh pinkeln. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon tot geredet, wir beiden zumindest privat. Ja. VW, ihr wisst schon, der Konzern aus Wolfsburg, den es noch gibt, zeigt in Paris den Tayron. Da habe ich gar nichts zu sagen. Ich kriege den Taygo jetzt gerade, ne? Der kriegt ja auch einen Facelift, also kriege ich den Taygo als Testwagen, bevor der das Facelift kriegt. Der Tayron ist der Tiguan Allspace mit einem neuen Namen. Nein! Doch. Na, Oh. nein, ist er nicht. Doch, ist er. Nein, haben Sie doch gesagt, das ist eben nicht. Nein, das ist der Tiguan Allspace-Nachfolger, das ist so einfach, ja, und das kreide ich den tatsächlich auch an. Wieso? Weil ich bin auch auf diesen Marketing-Trick reingefallen, ich habe gedacht, geil, Tayron, neues Auto, aber das ist ja wirklich Kaisers neue Kleider. Das ist nichts anderes als der Allspace, außer dass er jetzt vorne und hinten was Leuchtendes hat. Naja, und die ganzen Neuerungen, die mit dem Tiguan gekommen sind. Ja, aber dann hätten sie das Ding auch weiterhin Tiguan Allspace nennen können. Das weckt doch bei mir Begehrlichkeiten, die sie Jens, gar nicht erfüllen. jetzt sei doch bitte nicht so Ich bin deutsch. richtig deutsch. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Markt, zum Beispiel China, da hieß der vorher schon Tayron. Ich finde es auch seltsam. Also Also, ich. schon alleine, also warum kann man, früher hatten sie so geile Namen, Altea XL. Also Ja. Seat Altea XL, Ja. Golf Plus. Ja, wobei der Golf Plus, den fand ich persönlich nie so richtig geil, Nein, aber aber er hat eine vom Namen Zielgruppe. her, das war Vom Golf, das war schlüssig. schlüssig. Und jetzt heißt das Ding Tayron. Moment, Nissan Qashqai Plus 2. Ja, das war super, das war der Ja, Siebensitzer. Wusste genau. jeder, plus Ja. zwei, irgendwann wurde eingestellt, fand ich traurig. Ja. Aber Qashqai plus zwei war immer der Siebensitzer. Aber warum jetzt einen neuen Namen nehmen? Vor allen Dingen Tayron, was so nah bei, für mich zumindest bei Taygo Oder ist. Taycan. Ja, egal. Gut, Skoda hat den Elroq vorgestellt. Muss ich dazu was sagen jetzt? MEB in kleiner Form. Der Entschuldige, ich bin gerade eingeschlafen. Bitte was? klassische Baukasten mit einer Ja, neuen Karosserie. also man könnte positiv sagen, Ich finde ihn hübsch. das meinte ich nicht. Man könnte positiv sagen, sie haben jetzt immerhin geschafft, dem ID3 ein SUV-Gesicht zu verpassen. Aber da es ja das gleiche Auto ist wie der ID3, sieht er auch nur SUV-ig aus, hat aber nicht mehr Bodenfreiheit, oder? Nee. Das ist ja genau das gleiche Auto. Ja. Und dann sage ich, braucht kein Mensch, weil dann kauft den Cupra Born. Ich glaube, der Cupra Born dürfte ein Ticken teurer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist ja ein Aber halbes Premium-Label ist ja genau, ist ja mittlerweile. Premium-Label. Challenger-Brand. Ich glaube, Skoda wird damit Erfolg haben und Volkswagen wird sich nochmal umgucken, weil sie noch weniger von ihren ID.3s verkaufen. Skoda ist dritterfolgreichste Marke Import. deutschlandweit. Import, ja. Nur Import? Nein, generell, glaube ich, oder? In Ich Deutschland? War glaube, das nicht die Import. Meldung? Gut, BMW zeigt den iX3. Gott sei Dank als Konzept. Das war, guck mal, das ist noch eine Vorschau. Ist das jetzt die neue Klasse schon? Ja, ne? Nein, das ist aber nicht passiert, was da steht. Nein, nein, aber der kommt dann als neue Klasse, Ja. der iX3. Das ist das erste Auto neue Klasse. Findest du die Studie nicht geil? Also ich verstehe das nicht. Ich rede in letzter Zeit so oft mit Leuten, die alle die neue Formsprache von BMW scheiße finden. Ich finde die Nieren, was wir bei der Illustration gezeigt haben, finde ich nicht gut. Was ich richtig gut finde tatsächlich, sind BMW das Zweier Grand Coupé gezeigt. Da finde ich die Nieren zum ersten Mal wieder stimmig zum Fahrzeugfront. Ich finde, der X3 sieht auch gut aus. Ich finde es aber ein bisschen witzig. Den X3 haben wir vorgestellt und beim iX3 zeigen wir jetzt eine Studie. Ja, sollte ja kommen, aber ist ja, glaube ich, nicht passiert. Aber BMW setzt dann auch auf die 800-Volt-Technik. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Okay. Gut, Überraschung für mich so ein bisschen, weil wusste ich gar nicht. Stand auch nicht. Also. Aber Puma Facelift stand beim Vorstand. Ja, aber Ford Puma EV, ist da dann auch der MEB drunter, oder? Ja. Und dann ist das quasi auch ein Cupra Born ID3. Und dann kriegen sie trotzdem die Karosserie vom Puma rüber. Ja. Also Puma muss man ja mal sagen, nicht meins unbedingt,
Aber A, siehst du echt häufig auf der Straße. Und so wie ich ihn gefahren bin, fand ich ihn auch sehr lässig. Und die Ford-Fans mögen den auch. Ja, verstehe Und ich. Ja, aber die müssen ja auch sehr viel einstecken. Die haben ja nicht mehr, also nicht mehr viel. ich will dieses VW-Bashing nicht mehr machen, ne? Aber ganz ehrlich, bevor ich mir so ein VW-ID hasse nicht gesehen habe, dann würde ich einen Explorer mittlerweile nehmen. Ich würde sogar den Capri nehmen, auch wenn ich den Capri Also ich würde da nicht den Ford nehmen, weil ich da Angst hätte, genau wie bei den Chinesen mit der Ersatzteilversorgung. Das ist dann immer fies. Böse. Genau wie den Capri. Den Namen finde ich doof, aber das Fahrzeug finde ich von der Optik her schön. Also ich habe jetzt, wir waren in Dänemark im Urlaub, habe ich das erste Mal einen Explorer, also einen Ford Explorer neu, muss man ja sagen, ne, Full EV, auf der Straße gesehen und habe gesagt, Digga, der sieht richtig gut aus. Ja, ein gutes Stand auf der Straße. Ja. Ich habe übrigens eine neue. Jetzt müssen wir schon wieder springen. Ich weiß, du magst das eigentlich gar nicht so, aber wir sind ja hier unter uns, ja hier außerhalb TV, der Podcast. Ich habe eine Werbung gesehen, die fand ich so geil. Du kannst dich noch daran erinnern, wir waren auf dem Nutzfahrzeug. Ja. Ja, Nutzfahrzeug. Nutzfahrzeug-Karawansalon, wollte ich gerade sagen. Und haben uns ja den Transporter angeguckt. der Der Transporter Transporter. Und wer von hatte die Ford. Werbung für der Transporter? Ford, Hatte Ford, ne? ja. Ford hat ja den Transporter Ja. gezeigt mit der Werbung der Transporter. Und ich habe heute eine VW-Werbung gesehen von einem VW-Autohaus und da stand drunter: Remixes sind doch immer besser. Oder Remixe sind doch immer besser. Und dann bewerben sie damit den VW-Transporter. Und dann muss ich sagen, nein, ich persönlich mag häufig das Original lieber. Und das sage ich, obwohl ich Musik mache. Ich hätte es ja lustig gefunden, hätte Ford auch noch eine Transporter-Werbung mit Jason Statham gemacht, Auch gut, ja. wo er als Jason Statham kommt und sich quasi die Maske vom Gesicht zieht und ein Harpe Kerkeling ist oder so. Ja. Und dann fährt der richtige Jason Statham halt im Ford weg, wegen dem Original und so. Ja. Aber gut. Gut. Leapmotor ist in Europa angekommen. Hip, hip, hurra, die ersten Kollegen sind sie auch schon gefahren. Ja. Also für diejenigen, die es gar nicht wissen, Leapmotor, chinesischer Hersteller, da hat Stellantis eine ganze Menge Geld rein investiert und holt jetzt, und das ist, ich finde Leapmotor, scheiß Name, aber ich finde es so richtig clever. Ich erzähle auch ganz gerne ganz kurz, warum. Leapmotor hat jetzt, dadurch, dass sie mit Stellantis arbeiten, Zugriff auf ganz viele Werkstätten und ganz viele Händler in Deutschland oder in Europa, ganz ehrlich. Und damit ist das der erste Chinese für mich, der es in dem Preissegment, wo die unterwegs sind, das Zeug hat, auch richtig groß hier Absatz zu finden. Leapmotor wird Fahrzeuge auf den Markt bringen. Entschuldige, aber Jens, tut mir leid, wenn ich dich kurz unterbrechen muss, ne? Aber das ist total Bullshit, was du erzählst, weil Aways hatte alle Aeronics-Filialen in Ja, ich kaufe Deutschland. doch nicht mal ein Auto, wo ich weiße Ware kriege. Aber irgendjemand will ja jetzt bei Saturn Hansa, Ja, du bei kannst auch Saturn. Autos bei Tchibo kannst du auch schon Autos kaufen. Ja, Aber okay. das macht ja Zurück keiner. zu Aber Leapmotor. Die nehmen das Stellantis, das du Händlernetz. wirst mir Ja. recht geben, dass es für viele Autokäufer, gerade für die Boomer-Generation, immer noch wichtig ist, eine Anlaufstelle zu haben, ein Autohaus zu haben, Ansprechpartner zu haben und Verkäufer zu haben. Ja. So, und Leapmotor hat mit einem Schlag, haben die das? Weil die haben ein bestehendes Händlernetz. Und das ist momentan so ein bisschen gebeutelt und keine Ahnung was. Und die haben auch manchmal, gerade so die Mehrmarkenhändler, die haben auch echte Probleme. Aber Leapmotor hat immerhin jetzt Zugriff über Stellantis, also auf diese Mehrmarkenhändler von diesen ganzen Stellantis-Partnern. Und das ist total clever. Und dadurch, dass das Stellantis drin ist und Leapmotor nicht nur in China, weil die haben sich natürlich auch gedacht, haha, Strafzölle, ja, dann produzieren wir die halt demnächst hier in Deutschland. Da kommen halt die Teile aus China und dann werden die nicht in Deutschland, dann werden die hier in Europa halt Ah, entmontiert. Entschuldigung, muss ich wieder unterbrechen. Aber Teile aus China kommen nach Europa? Seit wann 100%. das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Würde ich niemals machen. Also, klingelt da gerade dein Smartphone oder meins? Und Nein, dementsprechend. ich meine nicht, Ersatzteile kommen auch nicht an. Nee, Wie das sollen denn stimmt. Teile kommen? Das stimmt, das ist ein ganz anderes Thema, ne? Aber ich sag mal, Ja. erstmal Ja, kommen ja. dann halt Teile Ja. und die Modelle, die sie haben, da haben sie ja die Namen auch so T03, da denke ich immer an so einen Terminator, gibt Sag mal, schon. ist Leapmotor eigentlich chinesisch für Volkswagen? Ja. Ja, ne? Und Volkswagen hat übrigens auch ein Problem mit SAIC in China, aber das sage ich euch nicht. Ah, okay. Hast du mitgekriegt, dass Bildschlagzeile war das, dass ein VW-Mitarbeiter ausgewiesen Wegen ist? Cannabis. Ja, aber mittlerweile soll er Kokain genommen haben, ne? Ja, Cannabis, Kokain. Nehmen wir alle nicht so ernst. Ja. Ja, gut. Nee, Aber nee, aber aber ich hier nochmal an alle Kiffer da draußen, ne? In China wirst du bestraft, wenn du
Cannabis konsumiert hast. Also du rauchst die ganz entspannt hier in Deutschland einen Joint, steigst ins Flugzeug ja. und wirst postwendend in China verhaftet. Und in Russland, wenn du Haribo-Gummibärchen, Cannabis-Gummibärchen dabei hast. Ah, ja, ja, stimmt. Aber da kommt man ja momentan auch nicht mehr hin. Nein. Gut. Aber nochmal zurück, Leadmotor, ich sehe da durchaus eine Chance, weil die halt ein Händlernetz haben. Die Produkte an sich, da wissen sie aber, glaube ich, auch, da müssen sie noch ein bisschen dran feilen für den europäischen Markt. Aber die haben zumindest das, was alle anderen nicht mehr haben, die haben nämlich ein richtig kleines Auto. Ja. Und zum richtig günstigen Preis, in Anführungsstrichen. Ja, das und das rein elektrisch. Ne? Also wir reden bei Leadmotor über reine Elektrofahrzeuge momentan für den europäischen Markt. Was können die in der Ladeleistung? Gar nichts. Also es ist wie Ora im Prinzip, bloß billiger. Ja. Also billiger vom Preis jetzt. Ja, okay, günstiger. Verstanden. Dann hätten wir, nee, das überspringen wir mal. Das brauchen wir auch, brauchen wir auch nicht. Das sind nur Studien. Das ist auch so peinlich, ne? Das bringt die Autobild. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Volkswagen bringt das Einzelstück ID.3 Fire and Ice mit. Das ist so ein Konzept, das fand ich auch cool, das haben sie gezeigt für eine ID-Veranstaltung quasi unten in Italien, so ein ID-Treffen. Da haben sie ein Sondermodell gemacht, ID.3 Fire and Ice mit Bogner zusammen. Wirklich cool gemacht, auch mit so Sitzen, mit Reißverschluss in der Mitte, wo du nicht drauf sitzen willst, aber so als Show- und Scheineffekt ganz witzig. Unter der Karosserie dann der klassische GTX und so von dem. Ganz ehrlich, hätten sie mal lieber ein GTI gemacht mit Fire and Ice mal wieder, dann hätten sie wenigstens ein bisschen was verkauft. Habe ich jetzt nicht irgendwo ID GTI gelesen? Du hast auch Golf, E-Golf wieder gelesen. Aber nein, ernsthaft, wir haben doch irgendwie neulich was angekündigt. ID GTI, hast du nichts von? Nein. Ja gut, dann habe ich es vielleicht auch also nur geträumt. GTX, es bleibt erstmal die sportliche Sparte, aber es ist in der Regel, was heißt es, wir müssen ja mal in so Glaskugeln gucken und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt irgendwann mal doch, während ja gerade alle Hersteller irgendwie hin und her rudern auf dem See, der wir wissen nicht, in welche Richtung wir paddeln, dass es früher oder später doch wieder ein E-Golf geben wird und ein E-Passat und dass Volkswagen sich irgendwann mal wieder auf das eigene Erbe. Ja, das wäre ja auch clever. Jetzt sind wir die alle einmal durchgegangen hier von der Autobild. Die haben ein bisschen schlampig gearbeitet, die Kollegen, oder? Die haben es einfach nicht aktualisiert, ne? Ja, gab doch aber auch noch diverse Chinesen, die da am Start waren, oder? Ist komisch, dass die bei der Autobild gar nicht dabei waren. Vielleicht kaufen die keine Anzeigen. Ja, aber GAC war da. GAC. Ja, und was haben die gezeigt? Die haben auch ein SUV gezeigt, elektrisch angetrieben. Okay. Wir können noch mal über Maxus reden, ganz kurz. Jo, spannend. Weil wir waren ja auf der IAA Nutzfahrzeuge, oder wie heißt die? IAA Transportation. Ja, ich habe früher mal Nutzfahrzeug IAA gesagt. Ja, und da war Maxus mit dem Stand. Die haben da den, weiß ich nicht mehr, gezeigt, also ein SUV, ein Pickup. Mhm. Als vermutlich auch Nachfolger oder Parallelmodell zu dem T90 irgendwie. Ja. Egal. Ist nicht ganz so wichtig. Kommt auf jeden Fall und macht ziemlich letztliches Auto. Aber Maxus ist ja eher bekannt für Nutzfahrzeuge und überlegt wohl auch laut, ob sie in Deutschland gar nichts anderes mehr machen. Ja, und das macht auch Sinn, weil das ist, glaube ich, eine Stärke von denen und die haben ja den E-Delivery 7 und 9 und jetzt kommt der 5er, der ist jetzt ab, wann kommt der Podcast online? Heute? Morgen? Ich werde den heute noch online stellen. Ja. Dann ist der ab also November auf alle Fälle bei den Händlern und ich glaube jetzt auch schon konfigurieren bestellbar. Mhm. Und der fängt an, jetzt müssen wir im Nutzfahrzeugbereich reden, netto 38.990 Euro. Ja, dann hat der ich glaube einen 64 Kilowattstunden Akku drin. Damit schaffst du, wenn du in der Stadt fährst, 300 Kilometer. Ja. Ne? Sind wir uns einig. Und dafür sind diese Dinger ja gedacht. Das ist ein Kastenwagen mit drei Sitzen vorne, finde ich schon geil. Ja. Dann hat der LED-Licht, was ich auch geil finde. Dann hat er eine 360-Grad-Kamera, was auch geil ist, weil viele haben das nicht mehr drin. Die ganzen Postfahrer, nichts gegen die Post und DHL und Amazon-Fahrer, aber so die rempeln ab und zu mal halt irgendwo an. Das Risiko wird damit minimiert. Du hast Assistenzsysteme drin, dass das Ding sogar hier vom Euro-NCAP Crashtest dir diese Platinum-Plakette, die du da gewinnen kannst, gekriegt hast. Okay. Auch nochmal so ein Preis, den hätten wir auch nochmal sehen müssen. Ne? Antrieb über die Vorderräder, was vollkommen okay ist in der Klasse. Dann hat der keine NMC-Batterien, sondern Eisenphosphat-Batterie drin. Das heißt, die kannst du auch dauerhaft auf 100% laden, da passiert nichts.
Ladeleistung ist für den Hintern. Sagen wir ganz ehrlich. Ist für Nutzer. 11 kW an AC. Für ein Gewerk ist das eigentlich relativ uninteressant. 70 kW an DC. Du steckst hier halt abends wieder rein und am nächsten Morgen hast du dann wieder deine komplette Reichweite. Und was ich jetzt extrem geil finde, du hast genau zwei Optionen. Nimmst du denn den kurz oder einen lang? Ja, zahlst du wenig oder zahlst 1000 Euro drauf? Dann hast du einen langen. Musst halt gucken, was du brauchst. Das würde sich so mancher Mann wünschen. Ne? Ja, genau. Und dann hast du noch die Wahlmöglichkeit aus einer Farbe. Ich glaube, 6 Farben haben sie, 600 Euro oben drauf. Und dann bist du fertig mit der Konfiguration. Ja. Und dann geben die dir 5 Jahre Garantie oder bis 100.000 Euro. Das heißt, das Ding wird wirklich der Freund von jedem Handwerker. Nicht Handwerker, von jedem Fuhrparkmanager. Ach so, ja. Weil der gibt auch, die geben auch noch bis zu 8 Jahren Garantie auf den Akku bis 200.000 Euro. Ja. Kilometer, je nachdem, was zuerst eintrifft. Und das zum Nettopreis, wie gesagt, von, ich sag mal, du nimmst ihn als langen, auch wenn er da ein bisschen mehr verbraucht, wenn du Platz brauchst, willst du weniger verbrauchen, nimmst einen kurzen, da ist so ein 2 Kilowatt, 2,5 Kilowattstunden verbrauchen die mehr oder weniger. Und dann hast du aber eine komplette voll ausgestatteten Transporter und ich sag's dir ganz ehrlich, der schlägt im Preis nicht nur den ID.Buzz. Ja, und das ist schon ziemlich bezeichnend. Die haben den E-Deliver 9, der geht gegen den Crafter. Ja. Die haben den E-Deliver 7, der geht gegen den Transporter. Den gibt es ja gar nicht elektrisch, oder? Nee, noch nicht. Ach so. Kommt ja. Ja, ah ja, 2024, 25, 27. Und jetzt haben sie auch noch was gegen den Buzz Cargo geht, wobei der Buzz Cargo, glaube ich, auch nicht geht. Also VW hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein riesiges Imageproblem mittlerweile für den ID.Buzz. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja in den ID.Buzz damals verliebt. Mhm. Ich habe den als Modellauto, ich habe den als Poster an der Wand, das wäre jetzt übertrieben, aber ich finde den richtig schön. Aber der hat einfach zwei ganz große Probleme. Der verbraucht mir zu viel und der ist einfach unbezahlbar teuer. Und wenn ich jetzt ein Handwerker wäre und ich muss das Geld, was ich da ausgebe, natürlich auch jeden Tag hart verdienen mit meiner Arbeit, dann will ich doch irgendwo einen Gegenwert haben und oder halt einen günstigen Wagen. Naja, Handwerker rechnen mit Total Cost of Ownership. Und nicht mit Prestige und Hassel. Dann nimmst du den, der nachher die Hälfte kostet. Ja. Weil der ist voll ausgestattet für 39.990 Euro netto plus Märchensteuer, was für den Handwerker dann relevant ist. Und wenn du dann sagst, du nimmst keine Sonderfarbe, dann sparst du dir halt die 600 Euro auch dafür. Ne? Also und dann machst du dann einen Aufkleber drauf, dann hast du eine große Werbefläche, die du bekleben kannst. Wird auf jeden Fall spannend, Maxus in den nächsten Monaten mal genauer im Auge zu behalten. Maxus war ja ganz am Anfang clever. Die sind ja, haben sich ja die, der erste Vertriebspartner von Maxus in Deutschland hat sich ja diese Mercedes-Händler geholt. Ja. Das war total clever. Das war der Typ, der war früher für Mercedes-Händler zuständig. Und dann ist er zu Maxus rübergegangen und hat sich natürlich an alte Kontakte erinnert. Das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und ich finde auch, dass Maxus ohne viel Tamtam doch sehr präsent ist mittlerweile auf der Straße. Ne? Ja. Also sehe ich immer mal wieder irgendwo rumstehen, merke ich halt dieses erste Zucken, wenn du das Logo siehst und ich sage, ja, Maxus. Ich habe gestern noch einen gesehen, bei mir in der Straße. Ich habe gestern beim Spazierengehen einen gesehen und immer wenn ich bei dir lade, steht da quasi einer an der Ladesäule. Stehen die auch mal, stimmt. Also das, die müssen andauernd laden. Wird auf jeden Fall spannend und wir sind sie ja auch gefahren durch dein Engagement. Von daher, und das fand ich auch okay. Ja, und klar, was man dazu sagen muss, die Höchstgeschwindigkeit von dem ist 120. Ja, interessiert aber keinen. Genau, interessiert keinen. Und ist nicht ganz witzig, Beschleunigungswerte geben sie an 0 auf 50, 4,9 und 0 auf 100, 10,7. Ja. Aber mal eine Frage außen vor, wir haben ja schon so ein bisschen Transporterwitze gemacht und so. Mhm. Glaubst du, dass der, also mein Heizungsbauer wohnt bei mir um die Ecke und ich freue mich halt immer, wenn ich seinen Bulli sehe, also der hat nicht nur einen, der hat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 am Start mit dem Logo, weil ich denke, ja, Farbe erkenne ich sofort. Mhm. Und so freue ich mich, weil mit dem arbeite ich jetzt zusammen. Unter uns, das soll ja angeblich keine Wirkung haben. Ich achte auf sowas. Bei mir hat das Wirkung. Ich erinnere mich immer an solche Fahrzeuge, wenn ich die sehe mit so einem Logo und so finde ich teilweise meine Handwerker. Ja. Nein, ist so. Ja. Finde ich auch. Jetzt frage ich mich, wenn die und der fährt komplett VW. Mhm. Wird er bei VW bleiben? Es kommt auf sein Leasing-Angebot an. Oder wird er zu Ford wechseln, ne? Vielleicht guckt er auch mal bei Leasingmarkt. Also ich habe jetzt schon die ersten in den Kommentaren gelesen, die gesagt haben, dann kann ich mir auch das Original kaufen. Ja. Und unter uns,
Darf ich das hier erzählen? Ja, sicher. Wir sind ja unter uns hier, ne? Ja. Ich bin so enttäuscht von Volkswagen. Mir tut das wirklich wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, ob das schon mal hier so thematisiert wurde. Das ist das Erbe von Volkswagen, ist der Bulli. Und du kannst nicht aus dem Bulli, das wäre so, wie wenn Mercedes-Benz die C-Klasse jetzt von Mazda produzieren machen würde und dann würden sie eine Mazda 3 drunter machen, dann machen sie eine Mercedes C-Klasse raus und aus der Mazda 6 machen sie die E-Klasse. Das sind auch gute Autos. Mazda 3, Mazda 6, Top-Autos. Aber ich kaufe mir doch keinen VW-Transporter, wenn ich einen Ford Transit haben will. Ich tue mich schon schwer damit, dass sie sagen, ey, wir The Love Company und zeigen dann quasi den Beetle und den Transporter oder den Bulli, würde ich auch nochmal ehrlicher sagen. Ja. Also Bulli ist ja wie Tempo quasi. Ja. Dann sagen sie plötzlich, machen sie ja eh momentan. Mit dem ID3 schieben sie ja momentan den Golf so gefühlt so weg. So von wegen so, ja, du bist jetzt der Alte, dich brauchen wir nicht mehr. Nein, die müssten sich mal wieder ein bisschen besinnen. Ja, das kommt ja. Das hast du ja schon ganz klar gesehen beim ID.2 for All. Ja. Das ist ja ein Polo. Also der wird auch ja Polo heißen, da bin ich auch bei dir. Ich würde es mir für Volkswagen tatsächlich wünschen, dann haben sie auch noch eine Chance. Und dann müssen sie leider Gottes aber auch mal in die Preisspirale dran. Und das ist wirklich ein Problem. Und was wir leider Gottes sehen werden, und das erste Werk wird Belgien sein, die müssen sich verschlanken. Ja. Da ist bloß die Frage, muss man wirklich am Band anfangen oder fängt man nicht im Wasserkopf an, ne? Ganz ehrlich, ich würde da oben, sollen Sie mich mal anrufen, ich kann Ihnen, glaube ich, 30 Leute nennen, die heute gehen können. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Gut, Jens, es war mir ein Fest. Ich überlege gerade, also wir sind eh schon über der Zeit, die sinnvoll ist, nämlich wir haben eine Stunde voll gemacht, ob ich noch irgendwas loswerden wollte. Ich kann noch mal sagen, ich bin den Opel Grandland gefahren als Electric, den neuen. Das Video ist tatsächlich auch auf Ausfahrt TV noch online gegangen vor meinem Urlaub. Ich bin sehr überrascht, ob der recht negativen Kommentare zu dem Auto. Warum eigentlich? Ja, das frage ich mich ja auch. Ich finde, dass Opel sowohl, was das Exterieurdesign angeht, richtig geil geliefert hat. Die Fleischfarbe, ja. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das macht Mazda auch gerade und so, aber selbst darüber könnte ich noch hinwegsehen, weil ich das jetzt zumindest am sonnigen Tag aufgenommen habe und da arbeitet die Farbe nochmal mit dir. Ich finde den neuen Strang von Stellantis gut. Ich finde den Preis annehmbar. Und ich finde das Auto innen auch sehr gelungen. Ich muss wirklich sagen, als das müssen wir ganz kurz zurückrudern, als GM damals Opel zum Verkauf angeboten hat, mehr oder weniger, Da hatte ich Angst. Als Stellantis zugegriffen hat, mein erstes... PSA, damals noch PSA. Ja. Als PSA dann zugegriffen hat, dann hatte ich wirklich Angst. Das, weil ich liebe Opel. Ja. Ja? Ich finde aber, Opel ist... In dieser Gruppe, in dieser jetzigen Stellantis-Gruppe, ist für mich da ganz, ganz weit vorne die Nummer 1 in Sachen Design. Die Fahrzeuge, die sprechen mich emotional an. Ja. Allein der neue, ich meine, brauche ich dir nicht sagen, du hast ja einen, aber der neue Astra ist ein bildschönes Auto. Ja. Der neue Mokka mit dem Facelift finde ich auch richtig schön. Der Corsa ist immer noch ein schönes Auto. Der ist nicht mehr der günstige, bezahlbare Kleinwagen wie früher, das muss man sagen, so ehrlich muss man sein. Die Fahrzeuge sind aber auch, und das muss man auch sagen, alle besser geworden, die sind alle sicherer geworden, die haben alle Assistenzsysteme drin, die Opel gar nicht einbauen will, aber muss und so weiter. Und das muss natürlich irgendeiner unterm Strich alles bezahlen. Ich finde, dass Opel, das ist die Marke aus dem Stellantis-Konzern, die mich am ehesten abholt tatsächlich, emotional. Und wo ich aber immer noch das Gefühl habe, das ist ein deutsches Auto. Und wohlwissend, dass da nicht mehr viel aus Deutschland so drinsteckt. Mhm. Aber die haben auch immer noch Werke hier in Deutschland. Und bevor ich mir dann vielleicht so einen Chinese hole, wo ich nicht weiß, wo das alles herkommt, dann hole ich mir doch lieber einen Opel. Ja, gerade Grandland kommt aus Eisenach. Der kommt aus Eisenach, ja. Also das ist zumindest, da Schrauben sind zusammen. Das müssen wir mal sagen. Ja. Nein, ich finde auch, dass Stellantis nach dem Desaster, so möchte ich das nennen, wie kann man denn sagen, wir werden alle elektrisch und dann hat man einen Strang mit einem Akku. Und das ist alles, was man hat. Und das baut man überall ein. Also jetzt überlegt ihr nur mal, die hätten den Strang jetzt schon zur Mokka-Zeit gehabt.
Den jetzigen, ja, Ja. dann wären sie jetzt schon an den Marktbegleitern vorbei. Ich kann nachvollziehen, dass sie da die Handbremse so ein bisschen gezogen haben und erstmal geguckt haben und so weiter. Das Ja. ist ja ein sehr vernünftiger Schritt und unterm Strich sehen wir ja auch, das hat denen ja auch gut getan tatsächlich, also wirtschaftlich, finanziell. Ich glaube, dass Opel viel, also hätten sie wirklich den großen Antriebsstrang gehabt und wir reden jetzt mal über einen anderen großen Opel und hätten schon den Opel Insignia, sage ich jetzt mal, so motorisiert gekriegt mit der Akkuleistung und so weiter und so fort, dann würde ich mir schon vorstellen, dass das wäre schon ein richtig geiler Sprung gewesen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob noch ein Insignia kommt. Oh. Nee, glaube ich auch nicht, weil er wird nicht benötigt. Ja. Aber der Astra, Top-Ding. mit dem jetzt ein Facelift, also Astra Electric zu fahren und den Strang vom Grandland runter zu vererben, ich bin ja kein Autobauer, ich habe ja keine Ahnung von nichts, aber das muss doch machbar sein, oder? Und das würde ich mir wünschen, weil der Astra Electric ist auch richtig gut, der ist bloß nicht erträglich mit diesem 50 Kilowattstunden Akku. Das ist das Problem, ja. Und nochmal, der wäre sogar erträglich mit einem 50 Kilowattstunden Akku. Und deswegen habe ich ja immer noch die Hoffnung. Und das ist in der Entwicklung. Und die Entwicklung geht momentan rasend schnell. Die Entwicklung, dass wir in 2, 3 Jahren tatsächlich diese Akkus haben, die dann wirklich doppelt so schnell geladen werden können wie jetzt. Und wir müssen ja gar nicht viel schneller. Ich will gar keine Ladeleistung haben von 500 kW. Haben wir die Infrastruktur gar nicht. Da haben wir wieder das Henne-Ei-Problem. Aber ich möchte einfach haben, wir haben ganz viele 300 kW und Ja. teilweise 400 kW-Ladesäulen. Da möchte ich doch bitte, dass die Autos auch mit der Geschwindigkeit laden können, von 20 auf 80%. Das reicht mir vollkommen. Und dann bist du nach 10 Minuten wieder weg von der Ladesäule und dann reicht auch die Infrastruktur. Wenn wir natürlich ganz viele Fahrzeuge haben, die langsam laden, haben wir irgendwann ein Infrastrukturproblem an den Schnellladesäulen und dann müssen wir immer mehr Schnellladesäulen nachbauen. Das wird alles viel zu teuer und dementsprechend müssen die Akkus ein bisschen günstiger werden. Das werden sie gerade schon. Die Akkus sind nämlich schon viel günstiger Ja. geworden und dementsprechend werden die Autos auch günstiger und wenn sie dann noch schneller laden, brauche ich gar nicht viel Kapazität, sondern ich kurz mal anhalten, kurz mal laden, schnell wieder auf die Bahn. Sehe ich mal noch ein bisschen anders, aber ich kann dir zumindest folgen. Das war Jens Stratmann, Redakteur bei Electric Drive, eurem Elektromagazin der ersten Wahl. Ja. Gut, Jens, ich freue mich, dass du aushelfen konntest. Und wir verabschieden uns jetzt einfach, ne? Du weißt gar nicht, wie das geht, ne? Ich sage immer, Eckert sagt Tschüss, ich sage bis dann. Dann sagt Eckert, euer Eckert, Dann sagst du, euer Jan. euer Jan, genau. Das probieren wir jetzt mal. Ja. Tschüss, Bis dann, euer Jens. euer Jan. Gar nicht schlecht. Ja, aber es reimt sich auch gar nicht so. Nee, Euer ich heiße auch Eckert, nicht euer Eckert. Jan. Aber das reimt sich auch mit Eckert nicht. Nee. Egal. Kinder, macht's gut da draußen. Gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Woche.